Grüß Gott, liebe Zuschauer. Heute besprechen wir ein weiteres Märchen, das gut zum Geist der Advents- und Weihnachtszeit passt, und zwar den gestiefelten Kater. Wie immer gehen wir zunächst, und das ist in diesem Video, die spirituelle Bedeutung des Märchens durch. In einem weiteren Video arbeiten wir dann einige Schlussfolgerungen in Bezug auf die weltliche und politische Bedeutung der Märchensymbolik heraus. Legen wir also los. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Korn holen und Mehl forttragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst: Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann mahlen, mein Zweiter auf seinem Esel reiten. Was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich lasse mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen. Dann ist's vorbei. Ein Müller, der das Korn mahlt, aus dem Brot gebacken wird, symbolisiert die Erschaffung von Wärme und Energie. Brot ist ein Symbol für Wärme und Energie. Ein Müller symbolisiert also den Aspekt, der unser Leben mit Wärme und Energie in Gang hält. Es geht in diesem Märchen also um unseren energetischen Geist. Die drei Müllerssöhne, die in der Reihenfolge Mühle, Esel und Kater erben, symbolisieren die drei Bereiche unseres energetischen Geistes. Mäuse, die in einer Mühle großen Schaden anrichten können, symbolisieren schlechte Angewohnheiten, schlechte Charaktereigenschaften. Im Falle unseres energetischen Geistes sind es Mangelgefühle, Unzufriedenheit und Benachteiligungsgefühle, die Konflikte mit anderen Menschen bewirken. Diese Symbolik findet sich im Vedischen, zum Beispiel auch beim Elefantengott Ganesha wieder, den ihr vielleicht kennt, der von einer Ratte oder Maus begleitet wird. Während Ganesha selbst für spirituelle Potenz steht, symbolisiert die Maus schlechte Angewohnheiten oder Charakterschwächen, die unsere spirituelle Potenz zunichte machen kann. In der Regel finden wir in den ersten Sätzen eines Märchens das Thema, um das es im gesamten Märchen geht. Meistens handelt es sich um ein Thema der Neuheit und so auch hier. Der dritte Müllerssohn fühlt sich gegenüber seinen Brüdern benachteiligt. Benachteiligungsgefühle gehören zum dritten Bereich des menschlichen Geistes, also im dritten Bereich des energetischen Geistes. Das ist unser Gemeinschaftsgefühl. Wie wir uns in einer Gemeinschaft und im Miteinander mit anderen fühlen. Wenn dieser Bereich negativ besetzt ist, fühlen wir uns anderen gegenüber benachteiligt. Das menschliche Ego verarbeitet Benachteiligungsgefühle zu Neid, Missgunst, Eifersucht, Konkurrenzdenken, Feindseligkeit gegenüber Konkurrenten bis hin zu Anwandlungen von verbaler oder sogar physischer Gewalt, die das Ego gerne einsetzen möchte, um gegen die als solche wahrgenommene Benachteiligung anzukämpfen. Eine Katze symbolisiert die systematische Beseitigung unserer schlechten Angewohnheiten. Ein Kater, der Dienst in einer Mühle tut, symbolisiert unsere Fähigkeit, in der Gemeinschaft mit anderen unsere Neigungen zu Neid und Missgunst so umzuwandeln, dass wir in dem Gefühl von Brüderlichkeit leben können. Es geht im Märchen vom gestiefelten Kater also um die Art und Weise, wie wir unsere Benachteiligungsgefühle, Neid, Missgunst etc. auflösen und umwandeln können. Das Mittel, das uns das Leben für diese Aufgabe zur Verfügung stellt, wird symbolisiert vom Kater, der die Mäuse fängt. Die Aufgabe des Katers ist es, systematisch die Mäuse wegzufangen. Der Kater selbst symbolisiert somit unsere systematische Innenschau mit einer systematischen Beseitigung unserer schlechten Angewohnheiten und Eigenschaften, die aus Benachteiligungsgefühlen stammen.
Ne? Und das ist nämlich das spezielle Thema dieses Märchens, wo der Kater, der die Mäuse in einer Mühle fängt, unsere Haltung und Fähigkeit in der Gemeinschaft mit anderen, unsere Benachteiligungsgefühle, Neid, Missgunst etc. so umzuwandeln, dass wir Streitigkeiten brüderlich lösen und in einem Geist von Brüderlichkeit leben können. Das Gefühl, nichts von Wert zu haben, sowie die Unzufriedenheit des jüngsten Sohns über sein Erbe symbolisieren die Mangelgefühle und Unzufriedenheit, die in der Regel mit Benachteiligungsgefühlen einhergehen. Hör, fing der Kater an, der alles verstanden hatte. Du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein. Der Müllerssohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, damit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen wie ein Mensch zur Tür hinaus. Stiefel stabilisieren vor allem unsere Knöchel, sodass unsere Füße nicht so schnell umknicken. Somit symbolisieren sie Standhaftigkeit und Bodenständigkeit. Das Anfertigen von Stiefeln für den Kater symbolisiert also die Entschlossenheit, standhaft und beharrlich an unseren Benachteiligungsgefühlen, Neid, Missgunst etc. zu arbeiten, die wir gegen andere Menschen richten, um diese negativen Gefühle in eine freundliche Haltung gegenüber anderen umzuwandeln. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander. Die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selbst, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn, eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihnen den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief: Halt, wohin? Zum König, antwortete der Kater kurzweg. Bist du toll, ein Kater und zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: Mein Herr, der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner. Wusste der sich vor Freude nicht zu lassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen konnte. Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk. Ein König symbolisiert die spirituelle Qualität, die wir für den Bereich brauchen, um den es im jeweiligen Märchen geht. Hier steht er dafür die Gewaltlosigkeit im Reden und Handeln, die wir wahren müssen, damit Neid, Missgunst und Eifersucht nicht unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinträchtigen. Rebhühner symbolisieren neidische Gefühle, Neid und Missgunst, also auch genau das Thema des Märchens. Ein König, der gerne Rebhühner isst, symbolisiert die Fähigkeit, Neid und Missgunst zu beherrschen und aufzulösen. Die Not an Rebhühnern symbolisiert ein Überhandnehmen neidischer, missgönnender Gefühle und Konkurrenzdenken. Der leichte Jagderfolg des Katers, die Freude des Königs über die Rebhühner und die reiche Belohnung des Katers symbolisieren, dass wir innerlich reich belohnt werden, wenn wir die Fähigkeit, unseren Neid aufzulösen, standhaft unterstützen.
Ein Graf hat auch eine gewisse Herrscherfunktion, jedoch weniger als ein König. Er symbolisiert ein gewisses Maß an Verwirklichung einer Qualität. Im Falle des Müllerssohns geht es dabei um die Fähigkeit, durch Gewaltlosigkeit und gewaltlose Kommunikation einen brüderlichen und freundlichen zwischenmenschlichen Umgang erreichen zu können, bei dem niemand zu kurz kommt. Der Versuch des Katers, den Müllerssohn zum Grafen zu machen, symbolisiert also das Potenzial, durch die Arbeit an unseren Schwächen und schlechten Charaktereigenschaften spirituellen Fortschritt zu erzielen und die Fähigkeit zu gewaltloser Kommunikation und einen gönnenden, wohlwollenden und freundlichen Charakter zu entwickeln, anstatt uns benachteiligt zu fühlen und zu denken, dass wir selbst nicht zum Zuge kommen können. Der arme Müllerssohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müller hin. Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt. Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er: Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an. Dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage und der Kater brachte alle Tage Gold heim und war so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Durch gewohnheitsmäßige Selbstprüfung und Arbeit an unseren zwischenmenschlichen Fehlern und Schwächen können wir also einen wohlwollenden und freundlichen Charakter entwickeln. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte: Ich wünsche, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal ein Trinken und Karten spielen. Da sollte ich sie spazieren fahren an den See. Wie der Kater das hörte, schlich er nach Hause und sagte zu seinem Herrn: Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin. Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. Ach, allergnädigster König, mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus. Und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben. Wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so musste er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön und er gefiel ihr recht gut. Sich nackt ausziehen und im See baden symbolisiert eine bedingungslose Selbstehrlichkeit. Ein Gewässer hat zwei Ufer und symbolisiert Dualität. Das nackte Baden im See symbolisiert also mit den eigenen Schwächen und schlechten Charaktereigenschaften völlig selbstehrlich und ehrlich zu werden, sodass wir keine defensive Haltung mehr aufbauen, unsere schlechten Eigenschaften vor anderen zu verteidigen. Sobald wir diese Selbstehrlichkeit entwickeln, beginnen wir,
uns die vom König symbolisierte spirituelle Qualität zu eigen zu machen und entwickeln durch die Selbstehrlichkeit bereits eine Gewaltlosigkeit im Reden und Handeln. Das sind die Kleider des Königs, die der Müllerssohn durch das Bad im See bekommt. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über 100 Leute waren und Heu machten. »Wem ist die Wiese, ihr Leute?« fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Die Zahl 100 symbolisiert Transformation. Das Heumachen auf der Wiese symbolisiert die Arbeit an unserem spirituellen Wachstum und es symbolisiert spirituellen Fortschritt. Der Zauberer symbolisiert unser Ego und in Bezug auf das Thema dieses Märchens speziell unser Benachteiligungsego, das uns stets geneigt macht, gegen unsere angebliche Benachteiligung anzukämpfen und dadurch Schaden an unseren zwischenmenschlichen Beziehungen anzurichten. Die Wiese im Eigentum des Zauberers symbolisiert also, dass die Fürsorge für unser geistiges Wachstum unter der Kontrolle des Benachteiligungsegos steht, das ein solches Wachstum nicht zulässt. Die Aufforderung des Katers, dass alle erschlagen werden, wenn sie nicht sagen, dass die Wiese dem Grafen gehört, symbolisiert die innere Erkenntnis, dass wir aufhören müssen, unserem Ego zu dienen, wenn wir echten Frieden in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen haben wollen. Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als 200 Leute und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Beim Korn auf dem Feld geht es darum, wie und woher wir im Leben unsere Energie beziehen. Während die Zahl 100 Transformation bedeutet, steht die 2 für Dualität. Die Zahl 200 symbolisiert also, dass wir, solange wir mit den von unserem Ego produzierten Benachteiligungsgefühlen identifiziert sind, also solange das Kornfeld dem bösen Zauberer gehört, dazu neigen, anderen Menschen in Konflikten anzugreifen, ihnen in ihre Energie zu rauben. Und diese Neigung, anderen durch unsere Identifizierung mit unserem Benachteiligungsego ihre Energie zu rauben, diese Neigung müssen wir transformieren. Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald, da standen mehr als 300 Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem ist der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer! Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Der Kater ging noch weiter, die Leute sahen ihm alle nach, und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Holz symbolisiert die Festigung unseres Geistes, dass wir uns fest in spirituellen Werten verankern. Die Eiche ist ein Baum, der auch Stürmen standhält und symbolisiert im Speziellen die spirituelle Kraft und Beständigkeit, auch widrige Umstände meistern zu können. Das Verlangen nach Holz symbolisiert das Streben des spirituell Suchenden nach der festen Verankerung seines Geistes in spirituellen Werten. Holzhauer im Märchen symbolisieren also im Allgemeinen spirituell Suchende. Holzhauer von Eichenholz symbolisieren im Kontext des Themas dieses Märchens speziell also das spirituelle Streben danach, die eigenen neidischen, missgönnenden und feindseligen Gefühle in spirituelle Kraft und Beständigkeit
zur Wahrung unserer eigenen Gewaltlosigkeit im Reden und Handeln umzuwandeln. Die Zahl 300 besteht aus der Zahl 3 und der Zahl 100. 3 steht für Lösung und 100 für Transformation. Die 300 symbolisiert also, dass die Lösung unserer zwischenmenschlichen Ego-Probleme in der Transformation besteht, durch die wir uns fest in Gewaltlosigkeit im Reden und Handeln verankern. Der Wechsel vom Zauberer zum Grafen, den der Kater hier anstrebt, symbolisiert den Transformations Erfolg, durch den unser Ego die Herrschaft über unser Bewusstsein verliert und unser Handeln mehr von unseren Werten als von unserem Ego bestimmt wird. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte: Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben. Aber von einem Elefanten, das scheint mir ganz unmöglich, und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Der Zauberer sagte stolz: Das ist für mich eine Kleinigkeit, und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. Da es in diesem Märchen vor allem um den dritten Bereich unseres Geistes geht, symbolisiert der böse Zauberer im Speziellen unser missgönnendes Ego, das jeglicher Konkurrenz gegenüber feindlich gesinnt ist. Unser missgönnendes Ego kann in unseren Beziehungen leicht wie ein böser Zauberer wirken, der alles Gute in etwas Schreckliches verwandelt. Ein Elefant, der eigentlich ein böser Zauberer ist, symbolisiert die enorme Kraft unseres unterbewussten Egos, welche mehrfach größer ist als die Kraft unseres Bewusstseins. Solange die unterbewussten Strukturen unseres Egos aktiviert sind, wir sozusagen unterbewusst Diener unseres Egos und nicht bereit sind, unseren eigenen Anteil an Konflikten zu sehen, ist es unmöglich, in diesem Geisteszustand an unserer geistigen Transformation zu arbeiten. Das wird symbolisiert davon, dass der Kater gegen den Elefanten nichts machen kann. Das ist viel, sagte der Kater, aber auch in einen Löwen? Das ist auch nichts, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief: Das ist unglaublich und unerhört. Dergleichen hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen. Ein Löwe, der eigentlich ein böser Zauberer ist, symbolisiert das Feuer unserer Lebensenergie, das unser Ego entfacht, um andere zu beeindrucken oder einzuschüchtern. Ein von sich selbst sehr eingenommenes und überzeugtes Ego kann ein großes Feuer an Lebensenergie versprühen. Auch in diesem Zustand ist es völlig unmöglich, an unserer geistigen Transformation zu arbeiten, so unmöglich, wie es für den Kater ist, etwas gegen den Löwen auszurichten. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie eine Maus ist, verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein. Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte: Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch, und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Was es für unsere Transformation also braucht, ist, dass wir uns nicht zu viel vornehmen. Während es unmöglich für uns ist, unser Ego selbst zu transformieren, solange es missgönnende und feindselige Gefühle gegen andere produziert, da wir unterbewusst damit identifiziert sind und während wir keine Transformation erzielen können, solange wir die Vorteile genießen, die wir erzielen, wenn und indem wir andere beeindrucken und einschüchtern können, liegt es jedoch sehr wohl im Bereich unserer Möglichkeiten, an unseren kleinen Schwächen und schlechten Charaktereigenschaften zu arbeiten.
Wenn wir uns kleine Transformationsziele setzen, die wir auch erreichen können, so ist dies der Weg, am Ende auch der Herrschaft unseres Egos zu entkommen, unser wahres Selbst zu entfalten. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört das Heu? Fragte der König. Dem Herrn Grafen, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Herrn Grafen. Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien. Darauf kamen sie zu dem Wald. Wem gehört das Holz, ihr Leute? Dem Herrn Grafen. König verwunderte sich noch mehr und sagte: Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe. Die Bestätigung, dass das Eigentum des Zauberers nun in Händen des Grafen ist, symbolisiert, dass wir der Transformation unseres Bewusstseins auch die Fürsorge um unser geistiges Wachstum, das Heu auf der Wiese, unsere Fähigkeit, unsere Energie aus unserem eigenen Selbst zu beziehen, das Korn auf dem Feld und die Verankerung unseres Geistes in gewaltlosem Reden und Handeln, das Eichenholz im Wald, nun fest in unserer Hand sind. Endlich kamen sie an das Schloss, der Kater stand oben an der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Tür auf und sagte: Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für seinen Lebtag glücklich machen wird. Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Das prächtige Schloss Gold und Edelsteine symbolisiert die Pracht unseres wahren Selbst. Wenn es sich entfalten kann, ohne dass unser Ego es für sich in Anspruch nimmt. Unser wahres Selbst weiß, dass alle Pracht und Herrlichkeit, die wir entfalten können, von Gott kommt und nicht uns selbst zu verdanken ist. Da war die Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König starb, ward er König, der gestiefelte Kater aber war der erste Minister. Das Ende des Märchens symbolisiert dann den Zustand der Einheit und Freiheit von Ego. Letztlich geht es beim Auflösen unseres Egos darum, den Mut, die Selbstehrlichkeit und die Beharrlichkeit zu entwickeln, an unseren kleinen Charakterschwächen und schlechten Angewohnheiten zu arbeiten. Können wir diese überwinden, dann können wir auch der Knechtschaft durch unser Ego entkommen. Das bedeutet die Symbolik, dass am Ende mit dem Fressen der Maus auch der böse Zauberer besiegt ist. An der Auflösung unseres Egos zu arbeiten, kann leicht als eine übermächtig erscheinende Aufgabe erscheinen. So wie der übermächtig erscheinende böse Zauberer, der Elefant oder der Löwe. Jedoch an unseren kleinen Charakterschwächen und Fehlern zu arbeiten, ist eine machbare Arbeit, die am Ende das gleiche Ziel erreichen kann, unsere Befreiung vom Ego. Als spirituelle Schlussfolgerung des Märchens kann es also eine gute Idee sein, ein Tagebuch zu führen, in dem wir täglich über unsere spirituellen Fortschritte und Rückschritte reflektieren und unsere Selbsteinschätzung beim Auflösen und Überwinden unserer Schwächen festhalten. Gerade die deutschen Märchen beinhalten eine ganze Reihe symbolischer Anregungen, wie wir den benötigten geistigen Wandel anstreben können. Wenn euch meine Märcheninterpretationen inspirieren, überlegt, ob mein Buch über die deutschen Volksmärchen nicht vielleicht ein passendes Weihnachtsgeschenk für einen geliebten Menschen sein kann.
Damit beende ich das heutige Video über den gestiefelten Kater. Teilt euch gerne im Kommentarbereich mit, klickt auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal und denkt immer daran, wir können in der Welt nur bewirken, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Habt eine gute Zeit und betet weiter für den Frieden in der Welt und in der Ukraine. Ich wünsche allen noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Macht's gut.